Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner PHP-Video-Tutorial-Reihe. In diesem Video möchten wir uns mal um eine sehr häufig gebrauchte Technik im Internet und im PHP beschäftigen, und zwar Sessions. Und zwar die brauchen wir, um einen Login zu programmieren. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Ich erkläre vielleicht am Anfang mal, was Sessions genau sind. Und zwar, wenn ich ein Login realisieren will, dann kann ich ja einfach eine Variable machen. Is logged in. Genau, und das wird eine besondere Variable, habe ich glaube ich noch nicht vorgestellt. Wenn nicht eine boolische Variable. Boolische Variablen können entweder true oder false sein. Man könnte das natürlich auch irgendwie mit einer Zahl 1 oder 0 oder so weiter realisieren, aber das hat halt den Vorteil, dass da nur ein Bit Speicherplatz gebraucht wird. Entweder 1 true oder 0 false im Speicher. Genau, also man kann natürlich einfach hier eine Variable machen, ist logged in, das ist true. Nur das Problem ist, wenn der Benutzer dann eine neue Seite aufruft, wird ja ein komplett anderes Skript gestartet. Und da soll er ja auch eingeloggt sein. Also wir müssen irgendwie über dieses Skript hinaus uns Informationen merken. Und das macht man mit sogenannten Sessions. Sessions sind nicht anderes als so ein komisches Array. Also wie auch schon Get und Post. Dann können wir einfach sagen Session is logged in ist gleich true. Genau, und schon sind wir eingeloggt. Beziehungsweise wir haben eine Variable, die besagt, dass wir eingeloggt sind. Und das merkt er sich dann hinaus. Und diese Variable merkt er sich dann über den Zeit, die über mehrere Skripte hinaus. Diese Variable merkt er sich dann über mehrere Skripte hinaus. Genau, damit Sessions funktionieren, müssen wir aber zuerst Folgendes machen. Wir müssen erstmal hier all den Befehl Session Start aufrufen. Weil sonst funktioniert das nicht. Mit diesem Befehl werden dann einfach sämtliche Variablen, die schon vorher in früheren Skripten gespeichert wurden, einfach geladen. Und ja. Genau. Ist jetzt die Frage, wie lang soll die Session denn vorhanden sein? Auf Lebenszeit garantiert nicht. Das müsste man anders lösen, sondern man muss da eine Zeit mitgeben. Und zwar, das machen wir mit dem Befehl Session Cache Limiter. Und dann sagen wir einfach 20 Minuten. Dann ist unsere Session für 20 Minuten gültig und wird dann gelöscht. Genau, hätten wir das geklärt. Und noch eine Sache dazu. Diese Befehle müssen immer aufgerufen werden, bevor irgendwas an den Benutzer übersendet wird. Dazu zählt auch sowas hier. Deswegen habe ich da jetzt nochmal einen PHP-Tag vorgemacht. Genau, dann können wir uns ja schon mal erstmal kurz um den HTML kümmern, den wir dazu benötigen. Und zwar, wir brauchen einfach zwei Links. Der erste Link heißt einloggen. Der zweite ausloggen. Genau, ist jetzt die Frage, welche Seite verlinken wir. Wir verlinken einfach direkt auf diese Seite und klären das dann über Get ab. Dann müssen wir nicht verschiedene Skripte schreiben. Und natürlich Logout hier. Genau, dann machen wir einfach hier
If not empty, dollar get login. Also deswegen login gleich 1. Wir könnten natürlich auch login gleich Horst schreiben. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Nur es darf halt nicht leer sein. Da müssen hier geschweifte Klammern hin. Genau, da machen wir ein zweites If. Das ist genau das gleiche in grün. If not empty po, dollar get logout. Und dann setzen wir is logged in auf false. Übrigens, den Namen dieser Session kann man einfach frei wählen. Wenn man die das erste Mal belegt, dann werden die automatisch erstellt. Braucht man sich nicht drum kümmern. Genau, jetzt wollen wir uns vielleicht noch irgendwas ausgeben. Und zwar, wenn der Benutzer eingeloggt ist, dann soll er einfach noch einen Satz bekommen. Meinetwegen, du bist eingeloggt. Noch ein Echo davor. Übrigens mal nebenbei bemerkt, Echo ist so ein Sonderfall, da muss man diese Klammer nicht machen. Ich mache sie einfach, weil man das bei allen Befehlen macht. Aber müsste man nicht. Echo ist da so ein Sonderfall. Genau, dann machen wir weiter. Und zwar, wir wollen ja jetzt diese Nachricht nur ausgeben, wenn der Benutzer eingeloggt ist. Deswegen hier wieder eine If-Schleife. Ihr werdet jetzt sicher an sowas denken wie Session ist Login gleich True. Das ist auch vollkommen korrekt. Wir haben nur ein Problem, wenn wir das so abfragen. Abgesehen davon, dass da schon noch geschweifte Klammern hin müssen. Und zwar, wenn die Session noch gar nicht existiert, dann kommt es darauf an, wie tolerant unser Server ist. Eventuell bekommen wir da dann eine Fehlermeldung um die Ohren geschmissen. Und deswegen müssen wir vorher noch prüfen. If not empty, Dollar Session ist logged in. Wenn ja, dann gucken wir, ob die Session true ist. Dann die Klammern. Das muss dann noch da rein. Und das wäre es dann eigentlich. Übrigens, mal noch nebenbei als Info: Man kann bei booleschen Variablen das doppelt gleich true auch weglassen. Das ist dann logisch ein bisschen schöner zu lesen, wenn man die gut benannt hat. If is logged in, also Session is logged in, dann du bist eingeloggt. Man kann das doppelt gleich true auch dran schreiben. Das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Gut. Dann speichern wir das mal und schauen uns das mal an. Dann klicken wir einmal auf Einloggen. Du bist eingeloggt. Und ausloggen. Dann sind wir wieder ausgeloggt. Und wenn wir einmal auf Einloggen geklickt haben und dann die Seite nochmal neu laden, dann sind wir immer noch eingeloggt. Also das ist alles, was wir in diesem Video erreichen wollten. Perfekt. Es gibt noch eine Sache, die ich euch zu Sessions noch erzählen will. Und zwar, wie Sessions genau funktionieren. Und zwar, der Server, wenn wir eine Session anlegen, geht der Server hin und speichert die Variable sich irgendwo auf die Platte oder so und belegt die dann mit einer Nummer. Und der Browser muss sich dann immer mit dieser Nummer ausweisen. Genau, und diese Nummer ist gespeichert in den Cookies. Die Cookies sind kleine Textdateien, wo die Webseiten einfach Informationen speichern können. Und ja,
da wird das dann halt drin gespeichert. So ist es mal zum Erweitern des Horizonts allgemein möglich, auch zum Beispiel eBay-Kontaktdaten zu stehlen, beziehungsweise sich einfach die Session-ID zu klauen, kurz nachdem sich, also diese Nummer, die auf dem PC gespeichert wird, kurz nachdem sich das Opfer bei eBay eingeloggt hat und sich dann selber mit dieser Nummer ausweisen. So kommt es leider häufig vor, dass dann eventuell jemand auf die Kosten anderer einkaufen geht. Nur mal so als kleine Horizonterweiterung. Genau, das ist aber eigentlich alles, was wir wollten. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss.